Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Mit Schwester Katharina, ich bin Olper-Franziskanerin und es ist schön, dass wir jetzt heute früh hier zusammenbieten. Ich bin viel zu schwach, um aus eigener Kraft den Weg zu Gott zu schaffen. Ich denke, ich werde den Aufzug nehmen. Die Liebe zu Gott ist der schnellste und sicherste Aufzug. Und ich will im Herzen der Kirche die Liebe sein. Zwei Sprüche, die von der heiligen Theresia von Lisieux stammen oder ihr zugeschrieben werden. Dass sich jemand zu schwach, zu kraftlos, zu klein und unbedeutend fühlt, um eine große Aufgabe zu schaffen, das kann ich gut nachempfinden. Aber dann zu sagen, ich nehme den Aufzug, das finde ich echt witzig und so genial einfach. Aber selbst ihre Mitschwestern haben nicht verstanden, dass diese so einfache, kleine, liebenswürdige Schwester jeden Tag sehr hart daran gearbeitet hat, diesen Aufzug der Liebe zu nehmen. Als ich schon schwer krank war und im Auftrag der Priorin ihren Lebensweg in einem Büchlein zusammenfassen sollte, hat Theresia das getan. Nachdem die Priorin es gelesen hatte, meinte sie, es ist ja lieb und nett, aber man braucht doch etwas Ernsthafteres. Auch sie hatte nicht verstanden, dass die täglichen kleinen Dinge, die in Liebe und Freundlichkeit getan werden, ein viel größerer Schatz sind als 1000 wortgewandte theologische Abhandlungen über die Liebe Gottes. Die täglichen Dinge in Liebe tun, das hat sie als ihren kleinen Weg verstanden. Und jeder von uns, der schon mal versucht hat, die eigene Ungeduld zu zügeln, die Schwächen der Mitmenschen oder des Chefs und die Marotten der eigenen Familie zu tragen und mit Liebe und Einsatz alles zu tun, was dran ist, kann sehr gut verstehen, dass es echte und harte Arbeit ist. Ich bin viel zu schwach, um aus eigener Kraft den Weg zu Gott zu schaffen. Ich denke, ich werde den Aufzug nehmen. Die Liebe zu Gott ist der schnellste und sicherste Aufzug. Ist ein guter Tipp für alles, was heute zu tun ist. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.